Happy, 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 happy Home Designer. Happy, 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 happy Home Designer. Happy, 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 happy Home Designer. Feurio zusammen und herzlich willkommen zum Happy Home Designer mit Miri und Baloo, also Bamiri. Yay. Yay. Und wir haben in der letzten Folge ein schickes Möbelverkaufsraum gemacht und nicht einen einen Sportverkaufsraum. Und jetzt müssen wir noch einen weiteren Raum einrichten. Ja. Irgendwie sind das ziemlich viele. Ich weiß gar nicht, wer auf die Idee kam. Wie kommt man eigentlich in den dritten Raum? Bei mir ist vorne im Eingangsbereich eine Treppe, aber ich mache erstmal im unteren Bereich. Ach so, stimmt, Bereich. In der Ecke, ne? Ja, wir machen jetzt erstmal den nächsten. Was kommt denn da rein? Was wollen Sie denn von uns? Noch ein Verkaufsraum? Ja. Oder ein Restaurante? Nee, das ist, glaube ich, oben. Noch ein Verkaufsraum, das ist supi. Was ist hier? Oh, Kasse. Wow, okay, sind wir wieder kreativ. Wie immer. Dann fangen wir wieder wie immer an. Boden. Eine Kasse. Ich habe gar keine Ahnung, was ich jetzt machen soll. Ja, ehrlich, also. Ist gar nicht so einfach. Nee. Boah, alles in schwarz. Sollen wir mal alles in schwarz machen? Oh ja, und dann weißen Schmuck. Ich habe mal gehört, eigentlich die Juweliere müssen doch auch weiß sein, ne, wenn alles weiß ist. Boah, das brennt aber in den Augen. Das will ich auch nicht. Nee. Hört sich ja gut an. So, wir nehmen das hier und machen die Fenster gleich raus. Was? Ich nehme so eine Kurz. Was alles gibt hier, ne? Okay, der schwarze Boden kann aber bleiben. Gefällt mir. Dann machen wir aber keine Fenster, weil das sieht so ultra behindert aus. Ah ja, und Kaufhausambiente, damit ich diese Musik die ganze Zeit hören muss. Welche Musik? Dem, 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 badabadabada, dem, 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 badalalalala und so weiter. Aber die gehört auch dazu. Nein, als erste, bevor ich es vergesse, kommt hier eine Klimaanlage rein und das wollte ich eigentlich nicht zuerst bauen, aber ist egal. Und nicht vergessen, die Überwachungskamera, ja, in einem Jule, wir sind mehr als eine Überwachungskamera. Wo hängen wir den hin? Pass auf. Ich habe keine Ahnung, was ich hier reinmachen soll. Da und da. Ehrlich. Dann mach auch einen Klamottenladen oder sonst was. Klamottenladen? Klamottenladen. Warum, weil ich eine Frau bin? Ja. Arsch. Nein, weil du das gut könntest, glaube ich. Arsch. Wie Arsch? Das ist doch gar nicht negativ so gemeint. Weil ich eine Frau bin. No. Arsch. Das hat er damit nichts zu tun. Arsch. Selber. Nö. Oh, so fabulous. Guck den Smog an. Guck ihn an. Oh, ist das schön. Na gut. Wenn es das war. Katze ist auf dem Tisch. Zindus. Da ist nichts mehr. Ja, eben. Doofen Katzen. Die geht nur auf den Tisch, weil wir gerade nicht gucken und sie jetzt eine Möglichkeit hat, auf den Tisch zu gehen. Ja, weil wir aufnehmen. Hahaha, die kriegen gar nichts mit, die sind so unfähig. Jetzt kann ich auf den Tisch. Ja, so lustig. So lustig. Und die sind so doof, die bekommen das ja, gar nicht mit, wenn ich dämlich. Jetzt auf den Tisch springe. Danke, dass du geantwortet hast. So, eine Registrierkasse ja, für den Start, falls... Ja, der Staat will immer, dass alle Ausgaben doch registriert sind. Da muss man eine Registrierkasse hin. Ups. Boah, was? Einfach eine Dunkeltapete, dieser cool. Ich finde die geil, ja. Warum sollte ich eine behinderte Edelvitrine hinstellen, wenn da nichts drin ist? Jetzt mal ohne Witz. Boah, ein Grün! Aber ich glaube, es passt nicht zu meinem Farbstil. Weiß sieht natürlich nice aus. Aber warum, wenn da nichts drin ist? Jetzt mal ohne Scheiß, kann ich da was reintun? Ich probiere das jetzt mal aus. Mal gucken. Du willst was reintun. Ob da der Verlobungsring reinpasst. Aber ja, du willst eine Vitrine machen. Ja, ich will mal gucken. Kann man da einfach Sachen reinschieben? Ja, kannst du. Einfach drauf. Wahrhaftig! Könnte der Ring auch bitte auf sein? Hallo? Oh ja, fabulous! Das sieht cool aus. Das sieht wirklich gut aus. Ich habe keine Ahnung. Aber ich habe nichts anderes, was ich da rein tun kann. Was ich da hinstelle? Ja, super. Du willst ein Juwelier machen und hast nur einen Ring. Ja! Wieso hat man denn keinen Schmuck? Das ist aber peinlich. Mau. Mau.
Oh Mann, ich glaube, das ist eher. Ach, das soll ein. Ach, das soll ein. Das ist ein Antiquitätenhändler. Okay, ich habe es überlegt. Ein Antiquitätenhändler ist, das ist kein reiner. Das wollte ich auch machen, du Arsch. Ja, was anderes geht auch gar nicht. Ich dachte, es könnte ein Juwelier sein, aber nein, das geht nicht. Ein Antiquitätenhändler. Ja, wir haben doch hier so Skelettzeugs oder sowas freigeschaltet, ne? Ja. Wo ist denn das drunter? Unter Bl die zwei Blättern und dann Ach, da, Dankeschön. Skelette. Oh. Was? Also aber viele, aber da sind coole Sockel. Hier sowas. Bernstein. So nice. Außerdem kann ich auf diesen Sockel da noch irgendwas draufstellen. Ja. Tasse Tee zum Beispiel. Guckt mal, wenn ich ein Mini-Triceratops-Modell da hinstelle und dann einfach daneben den großen. Wobei das so schon ziemlich schick aussieht. Und was anderes als Modelle, wir können hier keinen echten Triceratops hinstellen. Nicht? Nein, nein, nein. Oh, ich kann ja einen Geroid. Wartet, den kleinen, dicken. Einen coolen. Oh, wenn ich jetzt wüsste, welcher was ist, ne? Tja. Was bist du für einer? Das passt dir zu. Schon okay, der darf bleiben. Oh ja, eine Tempelglocke. Was? Sieht so riesig. Habe ich da jetzt wirklich ein Schmetterling in einem. In einem Glas, in einer Vitrine. Doppelt hält besser. Was? Oder lebt Du der hast noch? was? Wo drin in einer Oh nein, Vitrine? der lebt noch. Oh, warum Boah, lebt der denn noch? Naja, Pech. ich will auch einen toten Schmetterling. Nein, die sind ja nicht tot. Das ist ja das Problem an der Ich will Sache. auch einen toten Gibt's nicht Schmetterling. irgendwie tote Fossilien, Und eine Käfer? Vogelspinne. Hier, so ein Gottesanbeterin. Nein, die leben alle immer noch. Ah, so eklig. Warum seid ihr nicht tot? Hau einmal drauf, vielleicht Ja. erledigt sich die Sache dann. Oh Mann, die ganzen Tiere leben noch. Ist das eklig? Warum ekelig? Was ich das sage. Wow, okay. Lassen wir das mit den Fossilien. Sind die riesig? Die kann ich hier nicht hinstellen. Was? Man kann die blöden Dinger nicht auf den Tisch stellen. Warum nicht? Welche blöden Dinger? Die komische Geräusche machen. Ja, die sind leider sehr groß. Jetzt bin ich Ja. verwirrt. Genau, Gyroiden. die meinte ich. Elefantenkäfer. Goliathkäfer. Und eine Fliege. Was haben wir denn noch hier cool? Stell da einfach eine Fliege hin. Ein Floh! Ja, es ist so eklig. Wo sind denn Schmetterlinge? Es gibt so wenig. Mau? Uwe! Wir nehmen hier auf. Echt mal. Schnauze, sonst Beule. Was haben wir noch alles an neuen Gegenständen gekriegt hier? Eine einzelne Glasvitrine, ja, auch sehr schick. Einen Schmetterling Da zu schmeiße ich jetzt einfach die verkaufen. Vase rein. Ah, das ist eine Vase aus der Ming-Dynastie, ja. Wehe, da die schmeißt einer um, wehe. Wir. Da gibt es so Haue. So. Und noch eine Wandvitrine. Oh, mit einem Bild drin. Passt da Das nicht hin. ist Was hast du jetzt entdeckt? ein menschliches Skelett, beziehungsweise der Kopf davon. Lecker. Was kann man denn umstellen? Regenbogenbild? Sonnen. Drehst du dich mal nicht, wenn ich dir die Bilder angucke? Oh nein, wir lassen den Sonnenuntergang. Der gefällt mir besser. Ganz billig, nur 590 Euro. 590 nur? Pro Pixel auf dem Bild. Das ist aber billig. Ja, weiß ich. So cool. Sicher, dass du nicht ein bisschen zu billig das verkaufst? Ja. Ruhe, Katze. Niemand mag Katzen, die ganze Zeit miauen. Toll, da ist auch nichts drin. Komm schon, hier muss noch irgendwas Cooles geben. Gepäckaufbewahrung. Nein, das ist nicht cool. Aber es gibt wirklich eine Ming-Vase. Das war ein Scherz vorhin.
Ich wusste nicht, dass das eine Mengenvase war. Also, dass das ergibt, meine ich. So. Mengen. Muss ich ja wahrhaftig nochmal die gleiche Vitrine nochmal. Ich kann ja jetzt eine andere nehmen. Das sieht ja hässlich aus. Was? So, reingeschmissen. Fertig. Ja, frische Vasen. Frische Vasen. Hier bei Baloui. Frische Vasen. Wir haben eine frische Vase. Ja, frische Vasen. Ganz frisch. Frisch gefangen. Frische Fangen vom Meeresboden. Ganz lecker. Guck, unsere Nostalgie-Uhr kommt jetzt auch hier hin. Die ist auch zum Verkauf. Alles zu verkaufen. Hallo. Hallo, wer will Sachen kaufen? Wer sie anfasst, muss sie kaufen. Wer es anguckt, muss es kaufen. Das ist aber böse. Mir doch egal. Bitte schließen Sie Ihre Augen, wenn Sie bei uns in den Laden kommen, weil alles, was Sie angucken, müssen Sie kaufen. Ein bisschen Kallografie, weil das sieht cool aus. Kallografie. Ist auch chinesisch oder so. Kallografie. Hallografie. Kallografie. Und noch eine Weltkarte, ja, passt auf. Das ist fast die gleiche, die im Foyer hängt, aber nur fast, weil wir um sie gestalten sie um auf Bleich. Jetzt ist es die gleiche, aber das hier ist ein Original und ist ganz viele Millionen Euro wert. Genau. Das im Foyer, das ist nur ein Duplikat, ja. Das ist ein Original Van Gogh Weltkarte. Spinne. Sieht das schon schön aus bei mir. Ich muss noch Sachen in meine Vitrinen stellen. Das natürlich. Warum hast du deine Vitrinen schon voll? Ja. Alle? Wie viel ich bin eigentlich schon fast fertig hier in dem Raum. Ja, ich nicht. Einmal ein bisschen Beleuchtung hier rein. So, 1, 2. Meine Sachen sind sehr viel wert, ja. Ja, meine auch. Oh, warte, ich hätte fast meinen Lieblings-Item vergessen. Spots! Ja, die muss Spots! Mehr Licht! Vor die coolsten Sachen natürlich nur. Vor die Ming-Vase. Die Ming-Vase. Sieht das scheiße aus. Okay. Oh ja, hier habe ich noch einen Ring. Ich könnte eine Flugzeuglandebahn bauen mit den Spots. Die sind so cool. Ja. Aber sie leuchten halt auch so hell. Ah, ich tue sie nur in die Ecken. Das sieht sonst ein bisschen dämlich aus. Vor die Lampen das zu machen. Eigentlich müssen die da drunter. Unter die Vitrinen. Aber so ist auch schon cool. Ja, das stimmt. So gefällt mir das schon ziemlich gut. Machen wir in die Mitte noch irgend so einen Edelteppich, der 1 Million Euro wert ist. Aber es geht einer drauf. Nicht berühren mit den Füßen. Hier so ein Modeteppich Van Gogh. Das ist bei dir alles Van Gogh. Mir gerade kein anderer Künstler einfällt. Picasso, das ist ein Picasso-Teppich. Das ist der Teppich von Pablo Picasso aus seinem Wohnzimmer. Und wenn ihn einer betritt, muss er ihn kaufen. Dann muss er sterben, achso. Nein, kaufen. Sterben, ach. Nee, verdiene ich ja nichts dran. Nicht? Nee. Warum nicht? Weiß ich nicht. Ich habe auch ein paar. Hier ist auch im Übrigen Essen und Trinken verboten, aber ich habe leider kein Hinweisschild dafür. Hallo, herzlich willkommen. Können wir hier noch einen Stuhl hinstellen für die Kassiere? Nein, nein, nein. Wie? Bei uns stehen die. Kassierer bekommen doch keine Stühle. Was ist falsch mit dir? Ja, was war schon mal bei Kaufland oder so? Die stehen da alle. Sitzen da alle. Ah, sieht das schick aus hier. Ja, ja. Okay. Das ist ja cool. Vase. Ich habe ein Poster, ein Hinweisschild-Poster mit einer Vase drauf. Und dann kommt jetzt hier irgendwo hin. Okay. Oh, bei mir gibt es frische Vasen. Vasen im Angebot. Eine Vase. Okay, das Scheißding passt nirgendwo hin mehr. Doch da. Rabattierte Vasen. Hier, guckt. Das sieht doch noch so cool aus. Das ist die Beschreibung zu der Vase. Ja, die Vase ist aus dem Zeitalter von Ming Wanging. Und das ist 1 Million Euro wert, also nur angucken, wer die kauft, kriegt auch gleichzeitig noch den Picasso-Teppich dazu, der dann schon total zertreten ist. Hallo, Ding Dong. Kann ich hier mit dem Vasen noch irgendwas machen? Kann ich den Schmetterling freilassen? Kann ich die Bücher lesen? Warum nix. Willst du den Schmetterling freilassen? Ach, so ein langweiliger Laden hier, kann ich nichts mal was machen. Und hier, ja... Das Bild ist, von wen gibt es denn noch? Van Gogh? Picasso? Von Mozart. Das Bild ist von Mozart. Warte, was?
Oh nein, Entschuldigung, Miri vom Bach. Es schließt sich mit Sonnenuntergang drauf. Ich dachte, da wäre ein Bach drauf. Sag doch mal noch Künstler, meine Güte. Balui. Ja, ist von Balui. Ich könnte jetzt auch was. Boah, bist du, Miri, wie lange brauchst du denn noch? Warum? Das male ich meinen eigenen Van Louis male ich dann. So lange brauche ich nicht, muss noch Decken leuchten. Ich hätte so gerne einen Van Louis gemalt. Ein Van Louis. So. Seht das nicht schick aus hier? Wer will denn alles von euch ein Original Van Louis haben? Müsst ihr in die Kommentare schreiben. Ich nicht. Oh, du bist so gemein. Du hast ja auch Van Louis als Person, da brauchen wir nicht noch ein Bild von ihm. Ja. Hashtag Van Louis. Van, ehe ihr anfangt zu raten, wie man Van schreibt. V-A-N. Ich sehe schon die erste mit P-H. Van oder mit F-U-N. Van. Van Louis. Nein, Van ist mit V-A-N, Leerzeichen Louis. Hashtag, aber ohne Leerzeichen, Hashtag. Hashtag Van Louis. So. Mau. Komm und mach das hier vorne ins Mikro, Katze, wenn du schon Mau machst. Oh, ich wollte jetzt nicht hier stundenlang lesen. Ich hab's noch nie benutzt. Was ist jetzt passiert? Oh. Was passiert? Herzlich willkommen. Hallo. Wir haben hier heute ein ganz seltenes Exemplar eines Smetterlings. Neben einem Diamantring. Das macht so viel Sinn. Ist das nicht schön? Oh, guck mal, ich kann jetzt fliegen. Hui. 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 So, ja, ein dekadenter Kronleuchter. Was sonst? Wie kann ich das Ding jetzt drehen? Was willst du drehen? Die Kamera. Ich glaube, ich bin fertig. Oh, schon? Ja. Cool. Okay, so, ihr Lieben, ihr seht diese beiden Verkaufsräume bei Miri 1 und bei Van Louis 1. Und ihr könnt wieder in die Kommentare schreiben, welcher Verkaufsraum euch besser gefällt. Ansonsten würde ich sagen, lasst doch einfach mal ein Däumchen nach oben da, wenn euch die Folge gefallen hat. Das würde uns sehr, sehr freuen und hilft uns und unterstützt uns. Ja. Und kommt morgen wieder, guckt unbedingt bei Miri im Kanal, ja, da seht ihr das Ganze aus Miris Perspektive. Ihr seht ja hier bei mir Miri immer nur ganz klein. Und wenn ihr bei ihr guckt, seht ihr das halt dann in riesig. Und lasst ihr ein Abo da. Und lasst ihr ein Hashtag Van Louis da. Darf ich sagen? Ja. Kommt morgen wieder, da gibt's die nächste Folge vom Happy Home Designer. Danke fürs Zuschauen, macht's gut und tschüss. Tschüss.